Und ich grüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir befinden uns zurück bei Let's Play WWE 2K14. Das letzte Mal The Rocking Stone Cold Steve Austin. Es war unglaublich krass. Ever since heeding the call by Vince McMahon, John Cena has shown what ruthless aggression really means. SmackDown's fastest rising star, John Cena! I do not back down from any challenge. I fear nothing and regret less. And I am right here! And at the Royal Rumble in 2004, Cena would prove no different. Who's it gonna be? So, you think you're untouchable? One life. Business has picked up. At the Royal Rumble, everything was going John Cena's way, until he ran into a giant. Big Show. Oh. Big Show eliminated John Cena. But a determined Cena wouldn't stay down for long. So it's time we settle this U.S. title. You and me. WrestleMania 20! I accept. Oh, it's on! Wow! You got the franchise player on the Super Bowl stage. So get that gorilla Big Show out of his cage. I'm gonna walk in the United States champion. And whether you can see me or not, I'm gonna walk out the United States champion. It would be the WWE's newest rising star, John Cena, versus the largest athlete in the world, The Big Show. Und wir werden jetzt wohl oder übel mit John Cena spielen müssen, an alle, die es nicht wissen. Ich bin ein John Cena-Hater, ich hasse den Kerl. Ich sag mal so, früher in seiner Anfangszeit, jetzt hier so gegen Big Show, ungefähr bis zu WrestleMania 22, war in Ordnung. Aber dann, Leute, ich krieg bei dem Kerl das Kotzen da. Wrestling kann auch nicht. So, bei No Mercy 2003 besiegte Big Show Eddie Guerrero im Kampf um den United States Championship und bildete dann eine Allianz mit WWE-Champion Brock Lesnar. Big Show konzentrierte sich schnell auf einen aufsteigenden Superstar, den Dr. Thugonomics, John Cena. Cena hatte kein Problem damit, seine Missachtung von Big Show als United States Champion kundzutun. Der dreiste und ungestüme Cena wollte sich Big Shows United States Championship-Titel bei WrestleMania 20 holen. Cena war entschlossen, sich einen Namen zu machen mit seinem allerersten Auftritt bei The Showcase of the Immortals. The following contest is scheduled for one fall and is for the United States Championship. Introducing the challenger. From West Newbury, Massachusetts, weighing 248 pounds, John Cena. I wouldn't want to kick off WrestleMania any other way than with SmackDown's fastest rising star, John Cena. Und The Big Show. Well, it's a Big Show. Da können wir gespannt sein. Aber wir müssen trotzdem leider mit John Cena spielen. United States Championship in einer Grafik. Also das ist ja nicht zu toppen hier.
Ja, da hinten, Exit. Ich möchte bitte zum Ausgang. Hallo, hallo, Ausgang. Hallo. Geht nicht. John Cena mit seinen Armbändern bis hoch zu den Schultern gezogen. Fruity Pebble Superman strikes again, bitches. So. Jetzt hier. Naja, komm. Müssen wir ja mit Cena spielen. Was soll's, ab der Fisch. Können wir ja ein bisschen ironisch aufziehen. Ja, Superman, das lässt sich John Cena nämlich nicht gefallen, was Big Show hier macht. Cena, das ist natürlich eher verunsichert, den Gegner nur, indem er vortäuscht, man könne ihm hier Schaden zufügen. Du kannst John Cena mit einem Auto überfahren und da passiert nichts. So, Cena, wunderbarer Close-Line. Da hat er Jahre für geübt, für diesen einen Move. Oh, da soll ein Leg-Drop kommen, aber Cena trifft nicht, weil er blind ist. Jetzt Big Show. Oh, oh, oh. Ein Tritt in die nicht vorhandenen... Ja... Naja, so. Cena, natürlich. Superman weiß, wie man jemanden wie Big Show ausschaltet. Und dass Cena Superman ist, lässt sich das natürlich nicht gefallen hier. Jetzt ist er richtig aggressiv. Jetzt will er jetzt will er Big Show hier den Kopf von der Rübe hauen. Oder vom Körper? Den Kopf von der Rübe hauen. Natürlich, Tobi. Natürlich. So. Gucken wir mal. Oh. Natürlich ein Suplex. Warum nicht? Kann man machen. So. Oh, oh, oh. Big Show. Jetzt will er wieder. Aber Cena, der... Ja, ja. Klar kontert der das. Shoulderblock dort gegen Big Show. Oh, oh. Oh. Au. Das hat wehgetan. Wenn nicht da so ein schwerer Mensch wie Big Show über die Seile haut. Oh. Auch das hier war gut gemacht. Wunderbarer STO. Und da läuft Big Show einfach mal über uns drüber. Das war stark gemacht. Und es geht weiter für John Cena. Wunderbarer Next Step. Und jetzt bearbeitet er also das Bein von Big Show. War gut gemacht. Sehr gut, was Cena jetzt macht. So, was hat Cena jetzt vor? Oh oh. You can't see me. Und der härteste Move im Sports Entertainment. Five Knuckle Shuffle. Cena, jetzt will er den AA durchbringen gegen The Big Show. Der kontert das. Big Show, unglaublich harter DDT. Jetzt will Big Show wieder. Oh oh, oh oh, Chokeslam. Der geht durch. Oh. Aber das irritiert Superman nicht. Pin. Cena kommt raus. Ja, John Cena will never give up. Da habt ihr es gesagt. So. Oh oh. Und sehr gut. Ja. Cena macht das schon nicht schlecht jetzt gerade hier. Er bietet Big Show schon einiges an Parole. Aber jetzt wird er da erstmal aufgehalten. Rennt dort praktisch in eine Wand aus Körperzellen. Wieder Big Show. Oh oh, eine Powerbomb. Nee. Doch nicht. Okay. Da hat Big Show sogar mich überrascht. Fast Press jetzt von Cena. Die Aktion von Big Show davor können ihm nichts anhaben. Ich meine, er ist Cena. Und jetzt wieder der Five Knuckle Shuffle am Kommen. You can see me, Big Show. Na, kann er eigentlich schon, wenn er die Augen aufmacht, aber ist ja jetzt nicht so wichtig. So, und jetzt warten wir mal wieder auf Big Show. Cena, jetzt soll der AA kommen. Aber schon wieder Big Show. Kontern ist seine Stärke. Mist. Cena. Jetzt kontert er allerdings wieder.
Wunderbarer Clothesline. Next Snap. Und er geht wieder aufs Bein von Big Show. Sehr gut gemacht von Cena. Wieder Thaz Press. Versucht Big Show da jetzt unten zu halten. Oh oh, oh oh. Chokeslam. Cena ohne Chance. Rope Break. Krass. Und jetzt Cena, der dritte Five-Knuckle-Shuffle im Anmarsch, und der härteste Move der WWE-Geschichte. Wieder mal. Schlägt dazu. Jetzt muss er doch mal durchgehen hier. Der, ey, das gibt es nicht. Big Show kontert jeden Ansatz zum Attitude Adjustment. Pin. Aber Cena kommt raus. Und nochmal. Und das war's dann, Leute. Muss ich euch leider so sagen. Da kann sogar Superman nichts dagegen machen. Irgendwann sind auch Supermans Grenzen erreicht. Und die sind hier erreicht. Alles umsonst. Aber das ist krass, Leute, ne? Also wie Big Show hier wirklich jeden Ansatz zum Attitude Adjustment gekontert hat. Das ist krass. Ja, Ziel verfehlt. War ich das etwa? Glaube ich jetzt nicht. So, probieren wir es nochmal. So, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen fokussierter. Komm, Cena, du bist Superman. Das ist nur Big Show, der wiegt nur 7 Milliarden Kilogramm und ist 18 Meter groß. Mehr ist es doch nicht. So, ja, gucken wir nochmal. Vielleicht können wir Big Show ja doch noch irgendwie besiegen. War halt wirklich sehr scheiße, dass er jeden Ansatz zum RA gekontert hat. Oh oh, Big Show. Was hat der jetzt vor? Oh oh, oh oh. Fallaway Slam. Gut gemacht jetzt allerdings wieder von Cena. Bulldog. Gut gemacht. Ja, stark von Cena wieder. Jetzt kommt er angeflogen. Leg Drop. Und next snap zum wiederholten Mal. Und Big Show wieder mit diesem, ja, mit diesem Pieksen in die Augen. Und Big Show Headbutt. Der, ja, größte Athlet der Welt. Cena. Oh, da sollte so ein Schlag kommen. Der geht allerdings nicht durch, weil Big Show da was dagegen hat. Jetzt macht Big Show Cena ein bisschen fertig. Oh, aua. Cena, ja, den interessiert das jetzt nicht ganz so. Aber was Big Show macht, ist auch nicht schlecht. Belly-to-Belly-Suplex. Wow, Back-Body-Drop. Da fällt Cena sehr weit runter. Stark jetzt allerdings wieder von Cena. Der Superman-Schlag. Jetzt geht er wieder auf die Seile. Wieder der Leg Drop. Oh, und das war auch wieder gut gemacht von Big Show. Cena bleibt dran. Luthers Press. Und es soll der Five-Knuckle-Shuffle kommen. You can see me, wenn du deine Augen nicht offen hast. Anlauf und... Ja, da zerschlägt er ihm die Rübe bei. So.
John Cena. Jetzt geht er durch. So. Und das müssen wir gleich jetzt einfach nochmal machen, wenn er hier einen kritischen Gesundheitszustand hat. Den er natürlich jetzt schon hat. Oh oh. Ja, was macht Big Show jetzt? Cena. Ein Back-Body-Drop mit sonst wie vielen Kilos. Kein Problem für Superman. Bearbeitet wieder das Bein von Big Show. Und wieder das Fast Press. John Cena. Wieder Ansatz zum Five-Knuckle Shuffle. Auch der geht wieder durch. Und jetzt wieder der Ansatz. Eigentlich zum Attitude Adjustment, aber Big Show lässt sich da nichts erzählen. Cena. Cena. Und jetzt soll der Hey, komm, John Cena. Attitude Adjustment. Geht durch. Eins, zwei. Big Show kommt raus. John Cena getting a chain in hand. He can't use this. Cena's gonna get disqualified. What's your obsession with the title anyway? You can't be cheating like this. The referee doing the right thing. Oh yeah. Hey, wait a minute. Wait, no, no. John Cena, the nuts in his hand off the skull of the Big Show. Uh-oh. Und John Cena, es soll der erneute AA kommen. Der AA geht durch. Pin. Eins, zwei, drei. Cena wins. John Cena gewinnt also dieses Match hier. Tja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Wenn es heißt, Let's Play WWE 2K14. Leute, bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.